Omerta. Gestern haben wir unser größtes Fiasko bislang erlebt. 8 Männer tot, die ganze Ladung verloren. Und Sam kann nicht einmal aufstehen. Das ist ein Krieg und wir sitzen in der Klemme. Er hat den Staatsanwalt schon auf seiner Seite. Und der wirft jede Menge Dreck nach uns. Er steht außerdem dem Stadtrat sehr nahe, dessen Sohn du umgelegt hast, Tommy. Also hat er die Bullen gegen uns aufgehetzt. Die haben nichts gegen uns in der Hand. Das stimmt nicht ganz. Gestern hat Frank ihm unsere Bücher ausgehändigt. Ein großer Tag für den Staatsanwalt. Scheiße. Frank wäre nicht auf Blut aus. Aber es macht ihm scheinbar nichts aus, mich lebenslänglich hinter Gitter zu schicken. Mit unseren Büchern hat der Staatsanwalt jede Menge Beweise gegen uns in der Hand. Aber ohne Frank wären sie nutzlos. Wir müssen Frank liquidieren. Sie meinen, ihn ausknipsen? Wollen Sie mir sagen, dass ich Frank umlegen soll? Ich kenne Frank seit mehr als 20 Jahren. Was ich habe, habe ich mit ihm erreicht. Aber Frank hat die Omerta gebrochen. Ich weiß nicht warum, aber er muss seine Gründe haben. Und wir haben unsere Gründe, ihn zu erledigen und uns die Bücher zurückzuholen. Andernfalls sitzen wir ein. Für eine lange Zeit. Was immer Sie wünschen, Boss. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt? Gibt es nicht. Ich schätze, heute ist unsere letzte Chance, etwas zu tun, bevor Frank außer Reichweite geschafft wird. Was soll ich tun? Finde zuerst diese Männer. Und finde heraus, wo sie Frank versteckt halten. Das sind gute Spitzel. Die haben Verbindungen zu den Bullen und zum Gericht. Einer von denen weiß sicher was. Big Biff aus Chinatown kennst du ja bereits. Und Little Tony hängt immer auf der Insel beim Museum rum. Und dann hol dir Frank. Was du auch tust, töte ihn nicht, bevor er dir nicht sagt, wo die Bücher sind. Capisci? Verstanden. Frank wird bewacht werden. Also schalte zuerst die Wachen aus. Sobald du weißt, wo die Bücher sind, leg ihn um. Okay, Boss. Was immer Sie wünschen. Viel Glück, Tommy. Hol dir von Vincenzo eine Waffe und einen Wagen von Ralph. Und denk daran, wenn du das hier versaust, sind wir erledigt. Gott verdammt, was hast du mir angetan, Frank? Du warst wie ein Bruder für mich. Oh, what the fuck? Frank hat uns verraten. Kann uns alle in den Knast bringen. Tut mir leid, Tom, ich bin echt beschäftigt. Ja, grüß Sarah von mir. Ach du. Ralf? Was hast du heute für mich, Ralfie? Tommy, ich hab eine neue Kiste. Der ist aber schick. Ein kleines bisschen besser als der V8. 80 PS. Schöne kleine Maschine. Der ist aber schicki, ey. Nice. Kommt man da rein? Er hat eine neue Schlösser, aber wenn man wie du im Geschäft ist, dann ist das kein Problem. Zeig. Okay, das ist easy. Das war's. Danke, Ralfie. Nice. Okay, danke, Ralf. So, wo steht unser neues Schätzchen? Ich glaube, mit dem wäre er schon sogar fahren, ey. Der fährt sich echt gut. Bin ich fast ein bisschen erstaunt. Wollte den eigentlich gar nicht haben. So, weil der so ein bisschen hässlich ist, ja. So, haben wir denn, was hast du, eine schöne Wumme für mich? Hallo Vince, du weißt, warum ich hier bin? Gut, ja, was kannst du tun? Frank wusste, was passieren würde. Was hast du denn für mich? Ah,
Ein 1911er Colt sollte reichen, aber hier ist noch eine Schrotflinte. Ja, In Sizilien nennt man sie Lupara. Wird jemand gefunden, der damit erschossen wurde? Wissen die Leute Bescheid. Leider ist das eine passende Gelegenheit, sie einzusetzen. Die Reichweite ist begrenzt, aber sie streut ordentlich. Damit triffst du immer. Hätte nicht gedacht, solche sizilianischen Traditionen kennenzulernen. Ja, ob das ein guter Tag ist, ne? Oh, für die Schrottfinder haben wir ein bisschen Money. Scheiße. Ich glaube, das wird keine einfache Mission. Oh Mann. Ich frage mich, ob man hier schummeln kann. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Ich sollte mal das vergessen könnte. Omerta. Geiles Bild übrigens. Kriegt gar keinen Hinweis, wo ich hin soll. Ich meine, einen Hinweis kriege ich in Chinatown. Das ist ja relativ easy. Ah ne, doch, jetzt hab. Ah, das ist doch. Ah, ja, ja. Also erstmal nach Chinatown. Wir fahren mal mit Tempomat. Muss ja auch lang. Danke. Einfach hup. Der hupt ist im Recht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du. Mann, ey. So. Bill müsste das doch, glaube ich, sein, ne? Den wir hier reden. Ich glaube, Bill war sein Name. Moin. Schöne Grüße von Mr. Salieri, Biff. Wir Ach, Biff. Müssen wissen, wo Sie Frank verstecken. Tut mir leid, Tommy. Das weiß ich nicht. Frag doch mal Little Tony. Der steht gut mit den Bullen. Okay. Schönen Tag noch, Biff. Pass auf! Wir müssen auf die mittlere Insel, so wie es aussieht. Das heißt, wir nehmen gleich einen Tunnel. Lululululu. Ach, schickes Auto. Tschüssi. Wir sind aber sehr oft dasselbe Haus. Guten Tag. Das ist ganz schön anstrengend, so zu fahren und die ganze Zeit die Minimap zu beobachten, ob da irgendwo Polizisten sind. Das war noch grün. Ja, gerade durch und dann einmal links. Perfekt. Das war grün. Komisches Grün hier. Sehr merkwürdig. Wie langsam ein das live hochkommt. Wenn wieder 60 fährt.
So, da wollen wir schauen. Der Lieb? Genau, lieb sein. Ich kann mich gerne erinnern, dass hier Hunde rumlaufen. Okay, nice. Heute, Biff schickt mich. Na, Tony, wie läuft's? Mr. Salieri will wissen, wo die Bullen Consiglieri Frank verstecken. Und Big Biff meint, du könntest was darüber wissen. Alles klar, Tom? Ich weiß nicht genau, wo sie Frank verstecken, aber ich weiß, dass da kürzlich so ein schräger Vogel war. Der hat was von Frank und den Bullen gezwitschert. Sie nennen ihn Joe der Idiot, weil er ein Vollidiot ist. Der hängt oft auf dem Gelände unter der Brücke in der Nähe von Bertones Tankstelle rum. Du erkennst ihn an seiner Glatze. Danke, Tony. Okay. Das ist gut. Können ja doch eine Menge Leute was zu wissen hier. Gehen wir jetzt rüber. Fahren wir auf die andere Seite. Auf die andere Insel. Ups. Entschuldigung. Diese geile fröhliche Mucke hier mal. Genial. Links. Guten Tag, Herr Officer. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Hep. Hep. Oh, oh, ist die Bobole. Ups. Ich weiß zwar nicht, wie das jetzt passieren konnte, aber war das die Bobole auf einmal? Ah, ich wollte eigentlich mal gucken nach ein paar Mods für GTA. Ach, hier sind. Ach, hier. Ich dachte woanders. Gut. Oh, mal schauen hier. Wir haben mit der Klatze so sein. Hey, du. Heißt du vielleicht Joe? Da bist du falsch. Ich heiße Pete. Na, dann bin ich George. Tut mir leid für dich. Hast du vielleicht einen Zwillingsbruder namens Joe? Mein Bruder geht dich einen Dreck an. Also, ich muss schleunigst mit einem gewissen Joe sprechen. Den Typ kenne ich nicht. Du bist wohl schwer von Begriff. Es ist verdammt dringend. Dringend ist nur, dass du dich verziehst. Wir stehen schon so komisch dort. Immer langsam. Ich gehe erst, wenn ich weiß, wo Joe ist. Kein Problem, George. Mama hat immer gesagt, Joe, sprich nie mit Fremden und nimm keine Süßigkeiten von ihnen. Vollidiot. Was habe ich gesagt? Joe. Ach, verpiss dich doch. Ich will wissen, was sie Salieris Consiglieri Frank haben. Und du wirst es mir sagen. Woher hast du denn das? Ich weiß einen Scheißdreck. Mann! Nerv mich nicht, Joe. Sag mir lieber, wo er steckt. Und zwar schnell. Alle die blöde Grinsen. Mann, ich sag doch, ich weiß absolut nichts. Jetzt hau ab. Machen wir es halt auf die harte Tour. Spuck's aus. Hau ab. Na los, Peter. Hau ab. Komm schon, Joe. Hau ab. Spuck's aus. Fahr zur Hölle. Was? Komm schon, Joe. Fahr zur Hölle. Wo steckt Frank, Joe? Hau ab. Wo steckt Frank, Joe? Bist du schwerhörig? Komm schon, Joe. Bist du schwerhörig? Okay, okay, das reicht. Ich sag's dir. Ist der jetzt so ein Waschlappen? Du hast gewonnen. Hör jetzt auf. Ich verrate dir auch alles. Hey, John. Ich bin ganz Ohr.
Frank hat mit den Bullen abgemacht, dass sie nach Europa schleusen, wenn er in die Kassenbücher gibt. Du solltest dich beeilen, er reist nämlich heute ab. Sie halten ihn in einem Schuppen gegenüber den Tennisplätzen in der Oak Alley versteckt. Mehr weiß ich nicht. Jetzt lass mich in Ruhe, du Ratte. Du hast mir sehr geholfen, Joe. Komm das nächste Mal schneller zur Sache. Hey, hier geblieben. Schon. Aber dass du mich verarschen wolltest, kriegst du noch ein paar hier. Hast du verdient. Lalalala. Was war dir? Hä? Das tust du zum letzten Mal. Ich werd richtig böse. Hey, komm, los. Ich hab diesen Idioten gedeckt. Nein! Der Bastard macht uns Autsch! Der Bastard macht uns Autsch! Okay. Okay, so, bleiben also auf der Insel. Und müssen hier die Straße runter. Richtung Downtown. Diese fröhliche Musik, ne? Ui, obwohl wir so eine ernste Lage haben gerade. Wo ich das hier gerade sehe, hier rechts neben uns, den Pier. Da schießt mir gerade eine Mission durch den Kopf, die noch kommt. Die richtig cool ist. Pottenschwer, aber richtig cool. Die wird noch richtig nice. So, ich muss ja mal durch, danke. So. Und ja, ich rein. Würde mich mal interessieren. Nee, jetzt ja. Gut. Orientalbier. Eisverkehr rechts und dann immer geradeaus. Aber wenn die den heute wegschleusen wollen, dann möchten wir hoffen, dass wir ihn jetzt finden, ne? Dann lass mich hier lang. Sonst sind wir das nämlich ganz schön eng, ne? Nicht, dass wir da riesige Probleme mit der Polizei kriegen, ey. Scheiße. Und die anfangen, unsere Leute einzubuchten, wird's echt übel. So, hier müsste es ja irgendwo sein. Na, hier drüben. Sieht aus, als wären wir da. Ich bin erstaunt, weil wir da drum stehen. Mann, das war knapp. Die sind ganz schön besorgt um Frank, wenn sie ihn in einem gepanzerten Wagen rumfahren. Ich häng mich mal an sie ran. Warum die wohl besorgt sind, hä? Ich hätte da eine kleine Idee. Da, oder? Leute, wart doch ordentlich. So wie ich das mache. So klappt das gut. Oh, als ich das damals zum ersten Mal gespielt habe. Ey, wir hätten uns damals so richtig. Wir haben uns oft drüber unterhalten.
Wie krass doch ein Multiplayer von diesem Game wäre. Was machst du hier? Klar, heute kennt man das. Heute gibt es einige Spiele. Was? Ja, lass mich durch hier. Was soll denn die Scheiße? Mann! Muss ich schnell bitte aufholen. Kurz ein Tempomat rausnehmen, ob man sonst kein Bulle entgegenkommt. Genau, wie es da gerade der Fall ist. Hallo, Herr Officer. Aber wir haben uns so oft unterhalten, wie krass das wäre, wenn es hier von Multiplayer gäbe, wenn man hier so rumfahren könnte, gegeneinander kämpft. Fährt so zu viert in einem Wagen, hält an, alle steigen aus und dann überfällt man so einen Laden oder sowas. Oh. Klar, heute gibt es sowas. Aber zu dem Zeitpunkt vor 16 Jahren, ich kann es nur noch mal erwähnen, da gab es sowas einfach noch nicht. Ja, und dieses Spiel hätte sich, glaube ich, prima dafür geeignet. Aber es gibt überhaupt keine Multiplayer in keinster Weise, also vom Entwickler. Es gibt einen Mod, einen Multiplayer-Mod, aber ich glaube, der ist nie fertig geworden. Die Entwicklung war auch ziemlich spät. Also schon lange nach Release praktisch. Okay, es geht schon auf den Flughafen. Warum machen die alle Platz? Warum benehmen sich die anderen Autofahrer so komisch? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, der ist wie ein Polizeiauto mit Sirene, deswegen bleiben die alle stehen. Da raus wurde schon Qualm, oder? Manchmal ist das so ein bisschen Qualm zu sehen. Die machen alle Platz, und wenn der vorbei ist, fährt er weiter. Er ist sehr merkwürdig. Lost 7 Airport, hier fährt er rein, jawohl, war klar. So. Geiles Bild wohl, Matt. Noch. Er ist da. Wie? Was? Echt jetzt? Fucking ernst? Er ist da. Alter, was hast du gegen mich? Gegen alle anderen, die hier parken. Aber bestimmt sein Auto. So, wenn ich jetzt hier reingehe, fangen die dann sofort an mit Ballern? Ich hab Frau und Kinder. Tu's nicht. Ich nehme an, ja. Hä? Okay, ich will mal probieren, ob wir einfach so zu ihm können. Ich weiß ja, wo er ist. Ich brauche jetzt nicht so tun, als ob ich das nicht wüsste. Es ist schon, die haben wieder alle Angst, ja? Wow, oh, krass. Okay, der kann ja einfach durchs Grünzeug schießen, oder was? Alter, Okay, dann gehen wir halt mal auf der anderen Seite lang. Er ist da. Wie gesagt, ich weiß, wo ich hin muss. Abgesägte dabei und halt den Colt, ja. Nein. Ich hab Frau und Kinder. Tu's nicht. Mach doch gar nicht. Also, ich kann einfach nicht auf den draufziehen. Ich hasse Konsolenports.
Ja, die sind ziemlich weit weg. Ich bezweifle, dass die uns treffen. Aua! Echt jetzt? Echt jetzt? Ah, Kacke. Dass wenn die Waffe runterfällt, würde es uns nichts bringen. Frank ist in einem der Gebäude hier. Entweder das oder da hinten. Oh, ich kann jetzt mal kurz die Munition holen. Schieß nochmal von da. Alter. Das Ding könnten wir uns eigentlich auch gönnen. Thompson. Auch wenn sie jetzt schon wieder leer ist, aber... Er bringt uns eine neue. So, mal gucken. Vielleicht schaffen wir das direkt beim ersten Versuch hier. Hm. Vielleicht erst die Bücher finden. Weiß es nicht. Oder ist halt doch das Haus dahin? Das ist ja der Flugschule. Weiß nicht, ob Frank mit dem Zeppelin nach Europa soll. Wir gucken nochmal hier an der Tür. Hier drin ist auf jeden Fall was. Man hat dieses Haus komplett zu Ende gemodelt. Das ist ein riesen Flugfeld. Wenn er wirklich, dass man da hinten kommt? Wenn ich es nicht aufnehmen würde, würde ich es glaube ich gerade mal ausprobieren. Ich glaube, das ist falsch hier. Erledige die Wachen, hol die Kassenbücher und Frank und lege die ihn dann. Okay. Das heißt, wir müssen die da hinten töten wahrscheinlich. Okay. Wir gucken nicht, dass da oben gleich wieder einer draufsteht. Oh, Flugzeug. Screenshot. Wo will der hin? Was tut er? Ist der einfach nur im Kreis oder was? Wow. Okay, okay. Ja, nee, das hat gar nicht gebracht. Wow, wow. Thank you.
Bin jetzt auf dem Haufen, muss er einen treffen. Noch 7 Schuss. Oh. Ah, jetzt bin ich auf jeden Fall. Wow, in dem Radius muss ich alle treffen und schießen. Scheiße. Wo ist die Thompson? Ja, noch der Thompson. Okay. Das wird übel in die Hose gehen. Ich wollte eigentlich nur einmal schießen. Treffen wir da nichts? Ja, yeah, das ist übelster Bullshit-Bingo hier. Ja. Ah, das Bullshit-Bingo, wir müssen die gleich töten. Anfang an. Oh. Und derweil fing es so gut an. Er ist da. Kannst ja mal probieren. Hör auf, die Zivilisten zu erschießen, du bist Polizist, Mann. Das ist doch nicht wahr, ey. Ach, okay. Und Frank ist die ganze Zeit hier drinnen. Lol. Such den. Na gut. War nicht so schwer. Franzkasten. Magnum haben wir auch einen gefunden. Natürlich ein bisschen Munition gebrauchen. Hier haben wir ein bisschen. Ja. Ach so. Die lässt er fallen. Lol. Mir gar nicht aufgefallen, dass er die einfach runterschmeißt. So, die Frage ist nur, wohin jetzt? Na, einer von denen spielt einen Helden, den holen wir uns da hinten. Den. Erst, dass dein Helden spielt. Na gut. Dich habe ich gesehen, mein Freund. Du bist doch 100% nicht alleine hier drin. Komm, zeigt euch schon.
Fuck. Ein Schuss. Rennt nicht und schießt gleichzeitig. Weiß doch jeder. 15 Schuss bringt's jetzt nicht so richtig. Oh gut, so geht's, ne? Da ist die Frage, wie viel Munition hat der Stück? Da hat er auch eine Thompson, ne? Das sieht gut aus. Ach so, können wir Munition mitnehmen, wenn wir Thompson gegen Thompson tauschen. Entschuldigung. Da war er da. Da oben ist tot. Scheiße. Okay. No, den haben wir erwischt. Wo müssen wir jetzt hier rein? Im Parkplatz steht noch einer, ne? Den holen wir uns mal. So, ganz easy hier. Hat einer Thompson? Können wir auch nachladen? Nein, das zählt nicht! Scheiße! Ich hätte doch die Hand nicht an der Maus. Wieso waren da zwei auf einmal? Ich wollte mich gerade oben nicht hinsetzen. So, das alles nochmal, ey. Ja, so weg bitte, danke. So fehlen mir eigentlich 3 HP. Na komm schon. Wir alle lieben schlechte Konsolenports, Mann, ey. Ah, guck schon raus. Die war jetzt, ey. Eine Güte. 3 Schuss. Da ist nachgeladen. Ah, halt die Klappe, Eule. Blöd rumgebrülle. Ja, Mann. Kann euch da eh nicht töten. Einen konnten wir erledigen. Haben wir noch die abgesägte? Hier haben wir eben ein bisschen Munition. Oh,
Okay. Wo sind die Waffen? Das ist nicht alles. Jetzt nehme ich bloß eine Waffe rum. Ich sollte auch noch Waffe haben. Also, hier müssen noch zwei Waffen liegen. Ja, Thompson. Ja, Thompson. Das ist auch sowas, was ich echt übel gefeiert habe, als das Spiel damals rausgekommen ist. Ich erkläre gleich. Also nicht dieses schlechte Aiming, was er hier hat. Ist doch voll. Voll. Na, komm schon. Was ich übrigens gefeiert habe, ist einfach dieser Realismus, was die Munition von... von denen angeht, die, also von den NPCs angeht. Die NPCs haben einfach eine bestimmte Menge Munition. Und die alles ist alle. Wow. Genauso wie man hier jede Kugel fallen und fliegen sehen kann. Das war einfach unglaublich, als es rauskam. Thompson? Mal nachladen. Wir haben eine 71 HP. Richtig gut an Munition. Hier hinten müsste auf jeden Fall einer sein. Komm schon, fall um, fall um, fall um. Fuck. Scheiße. Haben wir jetzt noch den, der dahinter da alle hockt und den da oben. Haben wir den denn eigentlich von hier? Nein. Geht leider nicht. Dem hätte ich gerne ein bisschen Abstand. Kollege, du guckst in die falsche Richtung. Nur so den Ball. Wir haben noch ein Medipack, was wir benutzen können. Okay, diesmal scheint da keiner den. Ich lade mal auf. Ich weiß, wir haben nur 19 Schuss, aber. Dann möglichst viel Abstand. Ich hab dich gesehen. Ich hab deinen Schatten gesehen, Kollege. Ich weiß nicht, was der da macht, aber... solange wie er mich nicht angreift, ist mir das eigentlich recht egal. Ich habe keine Ahnung. Ich krieg noch hin, das einfach. Drei Stück. Echt krass. Die Blutflecken von dem, den wir vorne erwischt haben, ist das ja Frank? Wenn sicher Frank war in einem Haus. Scheint Frank zu sein. Okay. Tom. Frank, der Dawn schickt mich. Und du weißt warum. Ich weiß warum. Ich weiß. Oh. Was ist nur aus dir geworden? Ich dachte, du wärst mein Freund. Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas passieren würde. Warum zum Teufel hast du das getan?
Tom, ich konnte nicht so weitermachen. Zu viele Männer sind in der letzten Zeit gestorben. Ich halte das nicht mehr aus. Früher war der Don ein anderer Mensch. Vielleicht werde ich einfach zu alt. Tom, das hier ist ein Krieg und ich will nicht mehr kämpfen. Ich habe ein Kind und ich dachte, ich fände endlich ein wenig Frieden. Hättest du das nicht auch anders machen können? Du hättest uns nicht ausliefern müssen. Sie wollten mich haben und ich musste aufgeben. Die haben meine Frau und meine Tochter, Tom. Und wenn ich ihnen die Bücher nicht gebe, töten sie sie. Früher haben wir solche Dinge wie Männer erledigt. Du, Sam und Paulie, ihr würdet sie schon rausholen. Aber das Risiko ist diesmal zu groß. Ich will sie nicht verlieren, Tom. Ich kann ohne sie nicht leben. Sie sagen, wenn ich tue, was sie wollen, lassen sie sie frei und schicken uns nach Europa, wo wir neu beginnen können. Bullen? Die Bullen erpressen dich und wollen deine Familie töten? Seit Paulie und du diesen jungen Billy getötet habt, arbeiten die Bullen und Morello Hand in Hand. Der Stadtrat, der Vater des Jungen, hat sein Amt nur dank Morello. Morello wollte mich zum Reden bringen und die Polizei würde dann den Don erledigen. Dann hätten beide Seiten erreicht, was sie wollten. Ich schätze, die Situation hat sich etwas geändert. Wo sind die Bücher, Frank? Ich habe sie nicht, Tom. Du hast sie ihnen bereits gegeben? Nein, nein, Tom. Ich sage dir, wo sie sind, wenn du meine Frau und meine Tochter zurückbringst. Wir sollten hier am Flughafen warten, also müssen sie sie hier in der Nähe festhalten. Töte mich danach, wenn du willst. Sorge nur dafür, dass sie lebend die Stadt verlassen. Gut, aber du musst mir zuerst diese Bücher zurückgeben, Frank. Sorry, aber die sind für den Fall, dass du lügst. Okay. Finde Franks Familie. Okay, dann sind die wieder da oder da. Ich weiß, wo sie sind. Ich hab da so eine ganz blöde Idee. Frank, pass auf, ja? Wähl du aus, ab du Sack. Scheiße, ey. Die Bullen erpressen Frank. Das ist schon krass. Was geht da denn vor sich? Schüsse gehört und sind... Ja. Die stehen einfach hier und umarmen sich. Okay. Wann das letzte Mal gespeichert? Hier bei Frank. Okay, also kann ich gleich mal was ausprobieren. Entschuldigung. Jetzt wollte ich jetzt unbedingt mal wissen, ob das überhaupt geht. Und das will ich auch wissen. Wo die drin sind. Okay, ich wollte das nur mal wissen, ob das überhaupt so geht. So, wieder 10 Schuss übrig, also alles wie am alten. Hat er wirklich gerne Thompson? Ach, der hat den Thompson. Schicken Sie schnell Hilfe. Wir haben Schüsse gehört und sind deshalb drinnen geblieben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das sind wohl Gangster. Ja, gut, aber beeilen Sie sich. Eine blöde Frage, wo willst du jetzt hin? Verdammt! Mord! Na gut. Lass mal, ne? Der kann ja nicht dafür. Bist du Franks Frau? Oh, du willst uns retten. Ich bin dir so dankbar. Wo ist Frank? Er ist hier. Warte hier. Ich bin gleich zurück.
Aha, okay. Ja, okay. Das ist ein bisschen beeilen. Gibt natürlich eine Menge Besuch. Ja, hier haben wir noch einen Thompson. Sie sind unversehrt, Frank. Komm mit. Ein Medipack haben wir noch. Das soll man nicht vergessen. In dem Fall, dass es gleich noch ein bisschen Action gibt hier. Uiuiui, heikle Mission. Richtig heikel. Wo ist Frank? Daddy! Gott, Alice! Gott sei Dank geht es dir gut. Mein Schatz, danke, Tom. Sie haben mir Flugtickets versprochen, wenn ich Ihnen die Bücher geben würde. Diese Tickets müssen hier irgendwo sein. Kannst du versuchen, sie zu finden? Okay, das mache ich, Frank. Wartet hier auf mich. Frank, ich hoffe, du planst keine linke Tour. Was soll ich die jetzt finden? Ich hab keine Ahnung. Dann hätte ich irgendwo ein Polizeiauto? Oder muss ich jetzt die ganzen Leichen durchsuchen? Ich hoffe, nee. Ich war nämlich ein paar. Gefunden. Nichts gefunden. Die einzige Idee, die ich noch hätte, wäre am Eingang. Web gibt's nicht. Ich durchsuche mal die Leichen, aber kann man das nicht so richtig vorstellen. Aber möglich wär's. Oh ne, da haben wir gar nicht durchsucht. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Gefunden. Nichts gefunden. Sie sind normal. Sie sind definitiv hier. Wenn wir auch nochmal schön Spaß hier mit der Polizei haben. Oh, Cops da hinten? Nö. Oh, schöne Pumpe übrigens. Die hätte ich gern, aber das ignorieren wir mal. Hat's einen Schuss. Ja, die können ja die Tickets gar nicht haben. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte leben. Hat noch irgendwo. Nehmen wir erst in die Medis. Wenn wir eh schon mal hier sind, können wir die Medis da mitnehmen. So, aber wo? Tickets. Perfekt. Hätten wir die am Anfang schon mitnehmen können? Entschuldigung. Ich hatte irgendwie. Hatte ich in Erinnerung, dass man sich raussuchen kann, ob man Frank verrät oder nicht. Ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott. Er hat sich halt ein neues Leben gewünscht, ne? Nicht leicht, sowas. Alles erledigt, Frank. Danke, Tom. Lass mich Marge und Alice noch Lebewohl sagen. Dann bringen wir es hinter uns. Frank!
Frank, fliegst du nicht mit uns? Was? Ich kann nicht, Marge. Was? Tommy und ich sind in einer ernsten Situation, die wir erst klären müssen. Stimmt's, Tom? Frank, sag mir einfach, wo die Bücher sind und geh mit ihnen. Was? Wie willst du das dem Don erklären? Vergiss es. Das ist mein Problem. Wo sind die Bücher? Das vergesse ich dir nie. Hier ist der Schlüssel zu einem Safe in der First National Bank in Downtown. Dort sind die Bücher. Nimm ihn, Tom. Danke. Und Tom, dank für alles, was du für uns getan hast. Ich stehe in deiner Schuld. Und sag dem Don, es tut mir leid, dass es so enden musste. Für den Don bist du tot, Frank. Wenn er das Gegenteil herausfindet, hast du nichts mehr zu lachen. Und jetzt geh. Tommy, ich werde nie vergessen, wie du uns geholfen hast. Gott segne dich. Auf Wiedersehen, Mister. Und vergiss nicht, was ich dir damals im Auto gesagt habe. Am Ende tötet dich dein bester Freund. Frank hatte mir das im Auto gesagt. Und jetzt sollte ich einen Freund töten. Nur, dass ich das nicht tat. Tu niemandem an, was niemand dir antun soll. Oder wie sagt man noch gleich? Und ich wollte nicht, dass Polly mich eines Tages umlegte. Tja, vielleicht habe ich ihm gerade heute einen Grund dafür gegeben. Ich habe es so gewollt. Hoffentlich mag er mich so sehr, wie ich Frank mag. Ja. Eine richtig, richtig harte Nummer. Wow. Ist richtig über die Nummer. Ja gut. Wir wissen ja schon, wie die Geschichte ausgeht, ne? Wir werden irgendwann bei einem Polizisten sitzen und drüber verhandeln, damit wir uns freikaufen können. Ob es gefällt oder nicht, genau das wird passieren. Aha, davon kann man immer auch nur eine tragen. Ja, ist doch schon vorbei ja alles, meine Güte. Euer Flug geht übrigens. Ja, sehr gut. Oh. Ja. Mit den guten Frank also laufen lassen. Ob uns das nicht nochmal in den Rücken fällt. Das könnte noch richtig übel für uns werden, wie er schon gesagt hat. Wenn wir da dem Don, aber, ach Mann, dem Don nicht gerade eben einen Grund gegeben haben, dass Pauli uns irgendwann erschießt. Jetzt halt auch wieder unterwegs, also machen wir halt über den Tempomat rein. Das ist die richtige Entscheidung, war. Man weiß es nicht. Vielleicht ist sogar das der Grund. Vielleicht war das der ausschlaggebende Grund, dass wir irgendwann selber da sitzen und unseren eigenen Arsch retten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Pauli verraten. Weiß nicht. Irgendwas muss doch noch passieren, dass wir diesen Schritt nehmen. Oder beziehungsweise diesen Schritt wagen. First National Bank. Das ist immer richtig. Ja, irgendwas muss noch passieren. Lassen wir uns mal überraschen, wenn ich sage. Wir sollten vielleicht. Ich geh mal kurz her, ich lade mal kurz nach. Wir sollten vielleicht nicht mit gezogener Waffe in die Bank gehen. Frank hat nicht gelogen. Der Koffer mit den Büchern war in dem Safe. Ich bin ohne Probleme drangekommen.
Die Mission ist eh vorbei, also sind die Waffen sowieso los. Da können wir die auch liegen lassen. Bei Lucas Bertone vorbeischauen. Ja, das können wir eigentlich machen. Hab bestimmt wieder ein Auto für uns. Und was er diesmal Schönes hat. So. Passt mir immer noch nicht so richtig. Bin ich echt hart am Überlegen, warum? Warum sitzen wir irgendwann da in diesem Café und halten ein kleines Intermezzo? Was wird wohl geschehen? Wir haben jetzt schon ziemlich alles gemacht. Und Moin! Wir haben so ziemlich alles gemacht. Gut, aber so ein Kerl aus Hoboken hat meinen Kumpel zusammengeschlagen. Ein Typ aus der Black Cat Bar. Dem sollte mal jemand eine Lektion erteilen. Ist so gut wie erledigt. Würdest du das machen, Tommy? Toll. Aber erschieße nicht. Du sollst ihn nicht töten. Schlag ihn nur windelweich, bis er um Gnade winselt. Wenn du das tust, gebe ich dir dafür auch ein echtes Ausstellungsstück. Klar, wie sieht der Kerl denn aus? Jo, er ist ein echter Gorilla. So ein Typ in der Black Cat Bar. Du erkennst ihn dann schon. Er heißt Big Stan. Richte ihm aus, es ist eine Lektion von Carlo. Okay, wird gemacht. Okay. Kriegen wir so ein? Auch schick. Und das Auto steht ja gerade nicht da. Und irgendwas muss uns ja zeigen, was wir machen sollen. Wir müssen auf jeden Fall auf die andere Seite. Einmal komplett rüber. So. Dann machen wir mal. Schauen wir mal rüber. Was ich vor uns gerade sagen wollte, wie gesagt, wir haben jetzt so ziemlich alles schon gemacht, an das ich mich aus dem Stegreif erinnere. Also eine Mission fehlt auf jeden Fall, zwei an die letzte erinnere ich mich auch. Wie kacke die war, vor allen Dingen. Oder ist. Sein wird. Ansonsten. Wie gesagt, die eine hier unten am Pier, an die erinnere ich mich. Relativ genau. Und an die letzte. Aber ansonsten. Ich überlege gerade, wüsste ich jetzt nicht, was uns dazu bewegt, dieses Intermezzo abzuhalten. Komplett immer gerade, bis wir da sind. Das hat mich früher auch schon immer gestört. Man hat zwar hier Fahrbahnmarkierungen, aber die Fahrbahn der NPCs ist nicht drauf. Also es liegt praktisch nicht übereinander, sodass es auch hübsch aussehen würde. Das ist immer ein bisschen sehr schade, sowas. Da habe ich gerade gegähnt und der nimmt mir... Oh, der schneidet mich. Also komm, geh von der Straße runter. Hier klappt das wieder. Hier ist die Fahrbahn der NPCs weit genug drüben, aber bei Tunnelauffahrt nicht. Und es gibt noch viele Stellen, wo das nicht passt. Kurioserweise. Keine Ahnung warum. So.
Dann bin ich mit dem Auto hier hoch, oder? Komm, nimm mal einen Bordstein hoch. Okay, lass mal das. So, haben wir denn was zum Prügeln dabei? Echt jetzt? Das ist natürlich ein bisschen scheiße gelaufen. Nichts passiert. Das ist jetzt aber 97 HP. Hacke. Hätte uns das aber keine mehr noch mal herfahren müssen. Big Stan? Wer will das wissen? Ich habe eine Nachricht von Carlo. Willst du es auch kriegen wie er, oder was? Nein, ich nicht. Scheint ein Glückstag zu sein. Uah. Da hast du den Falschen erwischt. Ah, da hast du den Falschen erwischt. Au. Na komm, das... Uah. Fuck. Der Bastard! Ich krieg ich! Ich reiß dir den Kopf! Okay. Ja. Und der Schießerei war natürlich auch ein bisschen sehr kacke. Ja. Nach vorne bitte. Uiuiuiui. Und eine andere Brücke nehmen? Wir müssen eh komplett auf die andere Seite, ne? Wir auch genauso zurückfahren, wie wir hergekommen sind. Eieieiei. Tempomat lasse ich mal. Genau. Oh Mann. Eieieiei. So, beim nächsten Speicherpunkt werde ich dann aber auch erstmal Schluss machen mit dieser Aufnahme hier. Das können wir lange schon insgesamt schon gespielt haben, ich glaube 5 Stunden oder so. Dauert ganz schön lange, also viel länger als ich gedacht hätte. Aber wie gesagt, ich liebe dieses Spiel und es macht auch jetzt wieder einfach unglaublich viel Spaß. Hat auch einfach so eine ganz eigene Atmosphäre. Die Story ist absolut geil erzählt. Das ist auch bei Weitem noch nicht zu Ende. Dürfte noch einiges kommen hier. Mal rum bitte. So. Ja, ich muss dann Schluss machen. Ich muss dann noch. Oh Gott. Ich muss dann mit Paragon noch 4 Terabyte kopieren. Oh Gott, das dauert. Das wird dauern. Uiuiui. Ich überlege gerade, ob ich die Platte in den anderen Rechner einbaue. Vielleicht mehr Sinn macht. Ja. Ich habe einmal knapp 2 Terabyte von meinem Amazon Drive. Die liegen auf einer 4 Terabyte Platte und da fehlt noch Zeug. Da muss ich noch mehr runterladen. Dann habe ich 4 Terabyte Steam. Die müssen auf eine neue Platte kopiert werden. Also geklont, ne? Also ich kopiere die Datei nicht einzeln, ich klone die ganze Platte mit Paragon. Ja. So. Also müssen wir von dem bestimmt ein Auto klauen, oder?
Speichern tut er bestimmt erst, wenn wir bei Salieri sind, oder? Naja, speichert auch hier. So, Lukas. Haben wir erledigt. Hat sich gewehrt wie ein Bär, wir haben bloß noch 18 HP. Hat er seine Lektion gelernt? Ohne neue Zähne wird er wohl nur Brei essen können. Was passiert? Da wird sich Carlo aber freuen. Yep. Also, wo ist das Auto? Es gehört einem Typen im Villenviertel von Oak Hill. Ein wahres Wunder der Technik. Spitzenmotor. Fährt sich echt gut. Vorderradantrieb. Wirst schon sehen. Oh, okay. Mann, sowas fahren doch nur Filmstars. Genau. Sieh dir das Schloss an. Knackst du im Handumdrehen. Ja? Sei vorsichtig, wenn du es dir holst. Der Typ hat ein paar Leibwächter. Tor 810. Okay, das... Den würde ich mir jetzt gerne holen. Danke, also nochmal. Lukas. Ja. Den Ton. In Oak Hill Park. Wo ist denn Oak Hill Park? Das ist, glaube ich, wieder da, wo wir herkommen, oder? Nee. Ja, kriegen wir irgendwo Leben. Glaube nicht, oder? Nein, jetzt hier gespeichert. Ja. Scheiße. Ich erinnere mich übrigens noch an den dritten Mission. Allein. Also an zwei sogar noch. Also bei der einen bloß noch, wo sie ist, aber nicht, was wir da tun. Und dann noch. Ja, noch eine am Hafen. Irgendwo ein Krankenhaus. Gibt glaube bloß das eine da oben, ne? Kommen wir jetzt aber nicht vorbei. Ja. Also egal. Wir haben mit viel weniger AP, die müssen. Gut, was heißt mit viel weniger? Auch hier, die Straße ist richtig. Wir können mal tanken. Wir fahren tanken. Guten Tag. Ja, kann ich tanken? Eigentlich müsste es gehen. Oder steht verkehrt rum? Und das ist nur im Singleplayer, das kann natürlich auch sein. Ja, auf tanken. Spitzenservice hier, Spitzenservice. Entschuldigung. Man darf ja den gleich irgendwo stehen lassen, da kann man ja mal voll denken. Eine Baustelle. Steht ein ganzer Block. Ja, das ist cool. Da gibt es glaube ich keine Mission auf dieser Baustelle hier. Würde ja eigentlich passen, dass die Mafia sich auch beim Bau beteiligt, beziehungsweise da Finger mit dem Spiel hat. Ich hab ihn jetzt, danke. Ey, was habe ich gesagt, Mensch? Ach ja. Oh Gott. Das kann eine Weile dauern. Der ist schon so schnell, dass der hier noch beschleunigen kann. Nicht viel, aber er kann.
Das ist immer cool, wenn ihr eins von den langsamen Autos vorne wegfährt, dann kriegt ihr den übelsten Stau. Das ist richtig lustig. Bad Guy. Hail 2. 5 Penny. Das Cent. Ich weiß gar nicht, Pennies oder Cents? Ich glaube Cents, ne? Ja, lass mich nochmal hier lang. Oh. Das ist aber eine sehr, sehr noble Gegend hier. Hier fallen wir bestimmt auf. Oh, in Orange. Sehr extravagante Farbe, würde ich sagen. Ist hier der Leibwächter oder was? Polizeiauto oder ein Taxi? Ein Taxi. Du Bastard! Finger! Wer ist denn da gar nicht, dass das Auto klauen will? Und Lügner! Oh, hier ist was falsch übersetzt worden, im Übrigen. Das Auto hat hinten im Namen FWD stehen, was, wenn ich mich nicht irre, für Four Wheel Drive steht. Und Lukas hat ihn uns als Vorderrad beschrieben. Also entweder ist da ursprünglich ein anderes Auto geplant gewesen im Script. Oder da ist wirklich was über falsch übersetzt worden. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier Unfälle gebaut habe beim hier runterfahren, aber ich finde das so lustig. Das geht so steil bergab, da kann man so schnell fahren. Ja, natürlich toll, wenn wir uns jetzt nicht umbringen. So ein bisschen toll wär's schon, ne? Drehen bitte! Jawoll! Ich hab nicht gesehen. Hat irgendjemand was gesehen? Nö, ich nicht. Der ist aber auch sehr schnell. Der geht ja richtig ab, ey. Und brüllt der, schnappt ihn, wenn wir bloß ein bisschen zu schnell fahren. Ich hab gar nichts gemacht. Bisschen zumindest nicht. Der ist hier unten über die Brücke, obwohl, der ist eigentlich egal, oder? Ja, ist egal, fahr mal unten über die Brücke. Ja, yeah, Platz jetzt. 518 HP. Also alles im grünen Bereich. Warum steht die Bahn da so rum? Achso, weil er rot hat er wahrscheinlich. Nicht. So. Ach, halt die Klappe. Ja, gerade aus einfach. Gott, überlegt, was lang geht. Haha. Weil der fährt sich nicht so gut wie der Jetstream. Jetstream fährt sich schon einen ganzen Ticken besser. Oh, ist eh hier lang, oder? Ja.
Langsam kenne ich mich ja auch wieder ein bisschen aus. Wenn die Strecke ein paar Mal fährt, ne? Er ist auf jeden Fall auch schnell genug, dass man da ein wenig ordentlich von der Polizei fliehen kann. Also hat man zumindest nicht gleich permanent am Backen. In dem Auto vorhin, wo wir die Verfolgungsjagd hatten, konnte man ja kaum dranbleiben. Das war ja schon ein bisschen arschlos fast. Er dürfte uns eigentlich nicht erwischen. Dann geben wir mal Gas her. Hat die Minimap ein bisschen im Blick. Weiß der jetzt noch, wo wir sind? Kann ich jetzt einfach hier reinfahren? Jetzt weiß er nicht mehr, wo wir sind. Schnell hier rein. Zack. So, Ralfi. Ich habe noch ein kleines Schmuckstück mitgebracht hier für die Sammlung. So. Wunderhübsch, würde ich sagen. Wunderhübsch. Moin, Ralfi. Was brauchst du? Ja, nö. Alice ist ganz schön gewachsen. So, meine Freunde. Ich würde mich sagen, ich verabschiede mich jetzt. Bevor ich hier reingehe, wie gesagt. Ich denke, es war die richtige Entscheidung. Vielleicht wird Pauli irgendwann mal dieselbe treffen müssen. Wobei ich mir da vielleicht nicht ganz so sicher wäre. Was grinst du denn so? Nicht ganz so sicher wäre, aber das wirklich auch machen würde. Ich meine, im Endeffekt werden wir in der Zukunft irgendwann dieselbe Entscheidung treffen wie Frank. Wir werden unseren Arsch gegen den des Nons eintauschen. Wieso, weswegen, weshalb, finden wir vielleicht in der nächsten Aufnahme raus. Good luck, have fun. Bis gleich.